Servus, Leute. Heute mit Döner, Döner plus gebackenen Käse, Döner-Teller, Gefrischspeis. Der kostet bei uns 11 Euro, Leute, mit gebackenem Käse, Dönerfleisch, Salat, hallo. Marty! Hat der Döner geschmeckt? Hoffentlich. Saulen. Saulen. Pommes, Baba, Leute, McCain. Pommes, bisschen Soße drauf. Oh. Bam! Saul, Saul. Sauerlohn, Warlohn. Döner Teller plus Spezi. Beste Mischung. Leute. Leute, guck mal. Käse, paniert, frittiert. Baba, mach ein bisschen Soße noch drauf. Ah. Guten Appetit. Oh, Tim, grüß dich. Herr Kohlmann, alles klar. Wie war Lammertung gestern? Hast du gegessen im Auto? Dankeschön für das Geschenk. Wie kostet dein Teller? 11 Euro, Leute. Pommes, Fleischdose. Ja, war geil. Oh, freut mich, dass ihr geschmeckt habt. Wann hast du zuletzt einen Bummdöner gegessen? Oh, ein Monat her, glaube ich. Ich bin kein Fan davon, deswegen. Aber Leute, gibt auch den ersten Kebab. Der ist mit gebackenem Käse, aber der ist Baba. Ein Dönerfleisch, bisschen Soße drauf, Leute. Gönnt euch auf jeden Fall den gebackenen Käse mal. Schmeckt Baba. Ein Dönerteller mit paniertem Käse, gebackenem. Ich finde zu Torino. Was ist Torino? Aber wieder am Essen, ja, leider Gottes, Leute. Bah, Bruder. Lecker aus. Dankeschön, Dankeschön. Schmeckt auch sehr lecker, Leute. Wenn ihr jetzt mal so Pommes nimmt und die Soße dazu, guck mal hier. Guck mal, bah. Bei Bano war es so, war schon nie da. Keine Ahnung, wo ist. Wir haben ja auch einen Laden in Rottgau. Jawohl. Ich gehe lieber zu unseren Läden. Ist ja klar. In der Familie bleibt es, Leute. Den Laden seit. Bam, bam, bam. Seit 6 Jahren. Keine Diät mehr, Leute. Keine Diät mehr. Geht es vorbei. Auf Kollege, ich bin nebendran, in anderen Raum. Mbappe. Leute, guck mal die Mischung an. Das ist Käse, Pommes und Fleisch. Die Zeit vergeht, ja, Kohlmann. Da war es noch dicker. Jetzt bist du schlank und rank. Maschallah, und singen kannst du auch noch gut. Samu, danke für die Spende. Dönerfleisch, ja, schmeckt echt Baba. Jungs, sollst du auch Salat essen oder nicht? Was meint ihr? Salat? Ah, komm, essen wir mal. Salat schrumpft der Bizeps. Diät ist schwer auf jeden Fall, Leute. Ihr habt recht. Bam! Dankeschön, bist du im Laden? Ja, nebendran, aber in den anderen Raum.
Ich habe einen Laden extra gemietet, nur dass die Kunden drum sitzen können, essen können. Aber es war vor Corona, Leute. Jetzt leider. Nicht so oft genutzt, aber seht ihr, kann man Streaming machen hier in Ruhe. Nur ein Red Bull getrunken. Und einmal Spezi. Oder war gestern super. Diamond for Life, Dankeschön. Warst bei uns? Freut mich sehr, dass er geschmeckt hat. Habt ihr Lamajun gehabt und Dings Döner mit Sucuk? Ess mal Käse, ess ich doch gerade. Das ist Käse, Leute. Aber denkst du auch Wasser? Ja klar, ganzen Tag, Brudi. Beim Border kenne ich auch, M-Fess. Und F-Fess, na klar. Ich kenne alle fast. Ich habe 20 Jahre in Rottgau gearbeitet. Ich wohne in Rottgau. Im Laden nebendran, Leute. Nein, meine Eltern kennen meinen Vater auch, ja. Hier wohnt der Strandpromenade irgendwo da. Habt ein Haus gekauft, hat meine Mama gesagt. Die kennt euch. Aber ich kenne euch nicht leider, sorry. Schönen Gruß trotzdem. Teller kostet, ich liefere nicht. Nein, wir haben keinen Lieferdienst. Nur vor Ort essen oder mitnehmen. Leute, guck mal Fleisch an. Hey. Aus Delmenhorst, schönen Gruß zurück. Dankeschön, Dankeschön. Einmal am Tag, Döner, ja. €11, wie er da steht hier. Bei uns. Boah, Mahlzeit, Dankeschön, Kolloi. Ich denke mal so, locker mal Kalorientag. 2000, locker. Beim Döner weißt du ja, 600 Kalorien, wenn du jetzt Mayo-Soße noch machst, dann ist schon über 1200. Was geht, du Legende? Enes, alles gut, was geht bei dir? Dankeschön, Dankeschön, Bratis. Schmeckt Baba auf jeden Fall. Einmal am Tag, schon keine Zeit dafür. Abends vielleicht noch, wenn es daheim nichts zu essen gibt. Esch auch schnell was, weil sonst verhungerst du ja. Kochen will ich ja nicht nochmal. Dankeschön, kaiserlich. Tschüss, dein Herz. Dankeschön, Engin. Tschüss, dein Herz auch. Wie lecker du isst. Aber ey, ist doch saftig, Leute. Nur ist Pommes, guck mal hier.
eine Pommes. Ich sag euch mal die Stapel. Gebackenen Käse, Pommes, Fleisch. Bah, bah. Bist Türke? Ja, bin Türke. Machst Diät? Nein, nein, nicht mehr. Diät ist rum, Leute. Nur 2G, Leute. Mit Ausweis, mit Perso muss er mitbringen. Dankeschön, Dankeschön. Eduard, ich küsse dein Herz, danke. Aus Türkei, aus Erzincan, wer kann? Wer kauft so rote Zwiebeln? Ja, auch. Nicht immer, nur wenn ich mal bin, dann schneide ich die. Die gehen so oft weg irgendwie. Manche wollen das haben, mache ich drauf auf jeden Fall. Wir haben auch Jalapenos da, Käsesoße da. Perso, ja, ja. Bald musst du auch deine Geburtsurkunde zeigen, wenn es so weitergeht. Die Kamera ist für den Raum da. Oh, Justus, Salam, Salam. Wie geht's? Nein, Gil. Ne oldu? Onlar burada yemek istiyorlar. Sie haben Schülerausweise bei, also Pass, dass sie gestern getestet worden sind. Aha. Und Dings, die haben Schülerausweise. Wie alt sind die? 14, 15, 16. Können die ja schon. Die haben Schülerausweise oder auch keine Kasse dabei. Ne, die sind der Schüler, die sind ausgenommen. Die kannst du ruhig essen. Haben die von der Schule Test dabei? Ja, mal dünner oder was? Egal, können hier essen. Schüler sind ausgenommen. Kannst du essen lassen. Sauerrollen, Sauerrollen. Ach ja, die Corona-Regeln, Leute. Können wir nichts machen. Der Laden ist in Dieburg bei Darmstadt, Leute. Aber Portion. Ein bisschen Mischung machen, jawohl. Wir bauen den Turm schnell mal nach oben. So. Wettessen machen wir auch schon. Gegen Marius, Baba. Dankeschön, Kani. Jeden Döner essen kann man. Erst mal bei uns Döner, dann wirst du merken, kannst jeden Tag essen, glaub mir. Erjan, danke schön fürs Folgen. Marius. Leute, wart am Samstag ab. Gibt ein Statement auf jeden Fall. Böse. Fettes. Was kommt? Fettes kommt auf jeden Fall, Leute. Fettes in Zweideutigkeit. Osnababa. Oh, Salam, Salam. Sascha. Ich weiß schon, was ich mache. Audi, schönen Gruß an dich. Apidosun, Kalim Saro, Sinat, oh, Salam. Was isst du? Ein Döner-Teller habe ich gegessen gerade, Marcello. Jetzt wird auf jeden Fall gegönnt. Salam, Jungs. Hi. Dankeschön, Dankeschön. Seid ihr Schüler, ja? Ja, das ist auch gut. Sehr gut, ja, kein Problem. Schüler haben Ausnahmen, aber bei anderen nicht. Da haben wir nur 2G-Regeln. Leute, ich bin jetzt Essen fertig. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich kann den Raum auch da zeigen hier ein bisschen. Da, jetzt, da sind die Jungs. Die essen auch gerade was. Stabiler Raum auf jeden Fall.